Guten Nachmittag. Wie komme ich auf dieses Thema und was hat das mit Bildung hilft und mit meinem Buch IQ ist nichts Unbildung alles zu tun? Grüne sind eine Sekte, sagt Professor Bolz. Ich sage, Grüne sind keine Sekte. Oder doch? Wie auch immer, ich werde es erklären, wie ich das sehe. Gucken wir uns diese Menschen an. Wir wissen alle, welchen Schulabschluss sie haben, beziehungsweise welchen sie nicht haben. Oder ob sie überhaupt einen haben, ist zu bezweifeln. Andererseits, ich sagte schon mal, Deutschland ist verloren. Der tiefe Fall des Robert Habecks und andererseits ist Annalena Baerbock auf den ersten Platz gerutscht in irgendeiner. Aber das ist vollkommen egal. Darum geht es jetzt überhaupt nicht. Das könnt ihr da in diesem Video kommentieren. Hier geht es um was anderes. Einfach nur zuhören, mitdenken, mal sehen, ob Sie, liebe Zuhörer, mir folgen können. Also, ich sage nochmal, Grüne sind in meinen Augen keine Sekte. Professor Bolz, mir fiel das auf bei Uncut News, wunderbarer Kanal auf Telegram, da erklärt er, dass die Grünen eben eine Sekte sind. Also Professor Norbert Bolz analysiert die Grünen und die eigentlich unerklärliche Treue ihrer Gefolgschaft. Ich zweifle an dieser Erklärung. Das greift in meinen Augen zu kurz. Nichts gegen den Professor, um Gottes Willen, er hat die richtigen Ansichten und er hat auch einen gesunden Menschenverstand und. Nebenbei, dass die Vereinigten Staaten, Russland, Deutschland und Niederlande und Frankreich den Krieg erklären, ist auch so eine Zeile. Uncut-news.ch, das Original, lässt sich leicht finden. Gut, kommen wir auf meine Art der Erklärung zu sprechen. Vielleicht können Sie mir ja folgen. Also nicht in Form von, Sie haben keine Ahnung und können deswegen vielleicht folgen, sondern ganz einfach gedanklich insofern folgen, dass sie sagen, ja, das ist vielleicht auch eine Erklärung. Gut, ich zitiere aus dem Buch. Der Unvernünftige wird in Krisensituationen zum Vernünftigen gehen, um seinen Anteil am Ersparten, Anmerkung, Erspartes, was der Vernünftige hat, ne, einzufordern, weil er auf die Mitmenschlichkeit des Vernünftigen setzt. Sollten Sie, lieber Leser, mir bis hierhin nicht folgen, dann legen Sie das Buch beiseite. Wenn Sie dann noch weiterlesen, werden Sie mich zutiefst hassen. Sie lesen weiter? Gut. Dann werde ich jetzt eine Reihe von menschlichen Erscheinungen aufzählen, die in letzter Zeit vermehrt auftreten. Die Aufzählung ist nicht geordnet, weder zeitlich noch in ihrer Gewichtung nach. Diese Erscheinungen können als menschliche Gruppen, große Zusammenschlüsse Gleichgesinnter, sogenannte Bewegungen, öffentliche Demonstrationen oder einfach nur als Mode daherkommen. Mode, Modus, eigentlich Vorgabe. Anmerkung zu Ende. Ich zähle nur Schlagwörter auf. Beginnen wir. Gendergerechtigkeit, Veganer, Black Lives Matter, Eintreten für die Rechte Schwuler, Lesben, Zigeuner und so weiter. Inklusion an den Schulen, Feministinnen, mehr Bildungsgerechtigkeit, mehr Gerechtigkeit für alle. Mieten begrenzen. Hippies und ähnliche Strömungen. Political Correctness. Tattoos. Brillensucht. Bärte. Hysterische Empörung. Offen zur Schau getragener Verzicht. Offene zur Schau getragene Dummheit. Faulheit. Drückeberger. NGOs. Ihnen fallen sicher noch weitere derartige Erscheinungen ein. Nur fragen sich viele, besonders ältere Leute, woher kommt so etwas und dann noch so plötzlich? Als junger, vernünftiger Mensch wird man kaum so fragen, sondern eher, was soll der Quatsch? So oder so, meine Antwort ist radikal, also das Problem an der Wurzel packend. Die Anhänger solcher Erscheinungen sind sich ihrer Unbildung und intellektuellen Minderbegabung sehr wohl bewusst, haben darum Minderwertigkeitskomplexe und versuchen, diese dadurch zu übertünchen. Nicht mehr, nicht weniger. Ich werde es einleuchtend und ganz einfach begründen. Später. Zur Erinnerung. Denken ist gleich Wissen kombinieren. Aus dem Denken erwächst das Handeln. Wenn Wissen fehlt, funktioniert das Denken schlecht. Und das daraus folgende Handeln wird unvernünftig. Das dazu nochmal kurz zurück insofern.
Ja. Wenn man nicht gebildet ist, kann man das bisschen Wissen, was man hat, kaum kombinieren. Wir merken das ja überall, ne? An den Handlungen erkennt man sie. Meist auch an den dummen Aussagen oder ja, Unkenntnis einfach so. Pleite sind die nicht, die arbeiten nur nicht mehr. Dass die Kosten weiterlaufen, ist eine andere Geschichte. Das ist es. So, und wenn man sich große, tolle Ziele auf die Fahne schreibt, dann kann man auch als Ungebildeter ein bisschen glänzen und kann sagen, ja, ich bin doch fürs Gute. Kann sein, dass die selber daran gar nicht glauben. Aber so wie die aussehen, glauben die daran. Glauben? Glauben muss man etwas von jemandem oder ein gar nicht mal wahren Sachverhalt, wenn man es nicht besser weiß. Na gut, das als Gedankenanstoß. Also, vielleicht sind sie mittlerweile dadurch eine Sekte geworden, dass sie sich zusammengeschlossen haben. Ein Zusammenschluss macht ja auch stark. Vielleicht auch nicht. Vielleicht sind sie einfach auch bloß ungebildet. Nicht dumm. Dann würden sie solche Augen nicht haben. Also ganz so dumm sind sie nicht, wie wir denken. Aber naja, können wir uns dann selber den Kopf drüber machen. Leute, ich will jetzt hier keine Beschimpfungen von irgendwelchen Trotteln hier. Die können nichts dafür, wenn sie dumm sind. Doch, doch, die können dafür. Aber wir haben sie ja letzten Endes so weit gebracht, dass sie bis dahin kamen. Wir haben es einfach toleriert. Wir haben es ertragen. Wir haben nicht so wie damals gesagt, ey, raus jetzt, lern was Anständiges, und dann kannst du mal gucken, vielleicht kannst du dann mal was werden. Aber das haben wir ja nicht gemacht. Naja, gut. So, und deswegen, diese Leute nicht beschimpfen, überhaupt bloß rumschimpfen, dafür ist der Kanal nicht da, sondern nachdenken und überlegen, wie wir aus der Misere weiter herauskommen. Ideen haben wir schon ganz viele gesammelt auf diesem Kanal und hier geht es um Ideen. Bildung hilft. Na dann, ich wünsche euch was. Tschüss, tschüss.